Okay, Stefan Langemann, ich glaube, der einzige Amine, der hier heute schon mal gespielt hatte. Woher kanntest du den Platz? Ja, ist richtig. Also ich komme ja gebürtig auch von Kreis Minden-Lübbecke. Und ja, ich habe in der Jugend und auch mit Bad Oeynhausen in der Vorbereitung schon mal hier gespielt. Also sobald das Spiel losgeht, versuche ich meine Leistung zu bringen. Wenn es dann mit dem Tor klappt, ist natürlich umso schöner, aber im Vordergrund steht ja der mannschaftliche Erfolg. Ne? Auffällt. 4:0. Stefan Langemann. So, Halbzeit. 4:0. Wir sind gleich zurück. Die beiden könnten es auch alleine. Die beiden gegen den Rest dieses Turniers. Und wieder der Langemann nach Zuspiel von Schönfeld. Da sind vier Bielefelder Feldspieler auf dem Rasen. Aber die beiden machen es ja mit blindem Verständnis. Ein Traumpate hier gefunden in der Halle. Stefan Langemann und Patrick Schönfeld. Und das ist die Antwort vom BSC Arminia. Und es trifft natürlich wieder einer von unseren beiden Freunden. Stefan Langemann. Die letzten 9 Tore, Schönfeld oder Langemann. Der Krämer darf die nie wieder trennen. 2-1, wenn schnell geht. Aufgepasst von Patrick Ziegler. Aber jetzt mit dem Seitfall hier. Ein wunderschönes Tor von Stefan Langemann. Hier, Schönfeld, und jetzt liegt er in der Luft. Hinten. Na, das war mal ein Sahnestückchen von Stefan. Sondern da haben sie uns auch mit wunderschönen Toren verwöhnt. Allen voran Stefan Langemann. Also ich weiß nicht, ob jemals ein Tor in der Halle das Tor des Monats wurde, aber der hat sich mal beworben und jetzt nach sechs Sekunden Patrick Schönfeld mit der Führung für Arminia Bielefeld. Also das. Trainingseinheiten in der Türkei, im Trainingslager. Aber wir sind hier ein bisschen zu entspannt, die Duisburger. Und da war er wieder, der Langemann. Die beiden Torschützen des Halbfinals haben auch hier mal ganz früh zugeschlagen. Der Langemann und der Schönfeld.